Lithium? Scheiße. Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lassen würdest. Du bist ein echter Kamerad. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt bring mich von hier weg, dann führe ich dich in 0,0 nach Hause. Scheiße, die kommen meinetwegen. Bringe mich zur Schlinge. Viel Glück, mein Freund. Du bist jetzt meine einzige Hoffnung. Na los, schwing deinen Hintern hier raus, du verdammte Kommunistenratte. Dann wollen wir ihn mal retten. Dann weißt du ja, was das bedeutet. Was? Wenn du entweder auch ein Freak bist oder deine Mutter eine Nutz. So, du! Komm schon, sag, meine Mutter ist eine Nutz. Sag schon, du Stück Scheiße. Ansonsten bist du ein Freak, wenn deine Mutter Freaks zur Welt bringt. Na also, Ghetto. Und da sie eine Nutte ist, sag ihr doch Bescheid, dass ich sie besuchen komme. Und sei vorsichtig, was du über meine Kinder sagst, du Miststück. Sonst werden deine Brüder und Schwestern die Nächsten sein. Moment, töten sie noch nicht. Jetzt weiß ich, dass du verrückt bist. Wenn du hier bist, passt niemand auf dein Lager auf. Na und? Ich habe den einzigen Schlüssel. Du könntest mir wenigstens sagen, was da drin ist. Immer diese Geheimnisse. Überhaupt keine Geheimnisse. Eine Waffe, die ich einem dieser lästigen Police Ranger abgenommen habe, die wir letzte Woche erwischt haben. Spezialanfertigung. Respekt, Mann. Alle Mann aufpassen. Anwesenheitsappell. Lebt da noch jemand? Scheiße. Die gehen mir langsam auf die Nerven. Sprichst du mit ihnen? Von wegen. Ich bin letztes Mal gegangen. Schon gut, Jogi. Keine große Sache. Ich geh selbst. Wir haben keine ordentlichen Klamotten für uns. Und es ist so verdammt kalt. Hier bekomme ich echt Gänsehaut. Scheiße. Oh Gott, ich bin hier wieder so angespannt. Dreht es sich schon wieder um? Sind Gott weiß wo. Ich mach das jetzt voll stealth. Ich versuche es natürlich immer stealth zu machen.
unsere Leute sind... Hör ich alle mal, das muss ich dann auch machen, oder? Wo muss ich denn hin? Gibt's hier was für mich? Nein. Ich gucke mich natürlich, versuche ich mich genau umzugucken hier. Wisst ihr? Ich habe bestimmt schon eine Börse gesehen. Warte. Also. Ist verschlossen. Was zum Teufel wollt ihr alle von mir? Verpisst euch! Ach, der saß auf dem Klo. Auf dem Klo. Auf dem Klo. Auf dem Klo saß er. Ich habe hier keine Akte übersehen, oder? Also ich habe nichts gesehen. Falls ihr was gesehen habt, was ich übersehen habe, dann lasst es mich ruhig wissen. Hä? Wer ist da? Mich schieße, Mann! Nimm alles, aber töte mich nicht! Bitte! Bitte, bring mich nicht um! Einen aus den eigenen Reihen! Mistkerle! Gott, wie ich dieses Leben hasse! Die Menschen sind schlimmer als Bestien! Ich weiß gar nichts! Lass mich, und ich sage Ihnen nichts. Ich hasse diese Reinblütigen. Nimm dir alles, aber lass mich in Frieden, bitte. Verdammt, er sieht aus, als könnte er jemanden nur so aus Spaß. Der Alarm ist doch gemacht. Die heißen nicht, wir sind noch auf freiem Fuß. Bleiben Sie achtsam. Alle verdächtigen Personen werden bei Sichtkontakt erschossen. Wachwechsel in einer halben Stunde. Hast du das gehört? Der Alarm gilt noch immer. Du könntest wenigstens deine Waffe bereithalten. Scheiße. Ich habe meine Waffe in meiner Hose, während du deinen Puff abgegeben hast. Yeah. Diese Waffe wird uns verfickt viel helfen, wenn die Roten kommen, um deinen Arsch zu holen. Also, wie viel ist es insgesamt? Zuerst die Geburtstagsfeier. Ich habe mir den Rund ausgeführt. Gib bitte hier noch für mich was. Sieht so aus, als wäre ich diesen Monat ziemlich klar. Das sind gerade ein bisschen viele für mich. Klang irgendwie nicht nach Rang.
Scheiß. Wo muss ich hier lang? Ich weiß es gar nicht. Das werde ich diesen Monat ziemlich klar. Kommt der jetzt zu mir oder läuft der wieder weg? Ich weiß es nicht. Ach, diese Mutanten. Wir taten sie alle seit so vielen Jahren. Ich bin noch auf dem richtigen Weg. So ein Pech, dass ich der Infanterie zugewiesen wurde. Gefängniswächter ist viel besser. Puh. Bin ich jetzt schon unten? Das ist die perfekte Stelle, um von einem Kommunisten angefallen zu werden. Scheiße. Ich glaube, wir machen es soweit gut, oder? Also ich glaube, dass wir es sehr gut gemacht haben. Die Verhandlung des gefangenen Spions von der Roten Linie ist eröffnet. Alle erreichten Bürger, die gerade nicht im Dienst sind, werden eingeladen, daran teilzunehmen. Guckst du zu? Die sagen, er wird kein. Ich habe genug Hinrichtungen gesehen. Ich sollte meinen Sohn vielleicht mal zu einer mitnehmen. Er benimmt sich in der Schule immer daneben. Ich sollte ihm mal zeigen, was schlechte Schüler erwartet. Und was, wenn Sie diesen Rotter verschonen, ihn zum Tunnel gerade verdonnern? Ha, im Leben nicht. Die Schlinge wartet bereits auf ihn. Was bringt es überhaupt, einen Typen hängen zu sehen? Er baumelt und die Fisse läuft ihm an den Beinen runter. Haben wir doch alles schon gesehen, oder? Das ist gut für die Moral und festigt die Disziplin. Scheiß auf diesen Kommunisten. Lass uns Karten spielen, mit Patronen als Einsatz. Der wollte mich angreifen, ihr habt es gesehen. Der wollte. So wenig Patronen. Aber wie können wir den angreifen? Womit sollen wir sie dann bekämpfen? Er ist da. Scheiße. Wenn der dreht meine Ohren durch oder da draußen ist. Es ist keiner da.
bessere Leute sind. Gott, ich weiß. Hey, Alex, überprüf mal den Sicherungskasten. Das Licht ist schon wieder raus. Oh Gott. Entschuldigung, wenn ich wirklich nicht so viel sage, aber... Heilige Scheiße. Es ist gerade für mich ein wenig aufregend. Das ist ja großartig. Aber dieser Unteroffizier. Scheiße. Also ein klein wenig stolz bin ich ja gerade schon auf mich. Ein bisschen lachen. Kann ich hier noch den Knopf drücken? Eine Akte. Im Grunde hat es in der Metro nie einen dauerhaften Frieden gegeben. Die Vereinigte Administration hielt für ein paar Jahre. Alles fiel in sich zusammen, als klar wurde, dass die Welt nicht mehr existierte, dass die Gerüchte über die über Präsident und Regierung, die überlebt haben und sich irgendwo im Ural versteckt halten, genau das waren Gerüchte. Und dass Russland sich nicht mehr aus der Asche erheben würde. Danach kämpfte jeder nur noch für sich selbst. Die Station wurde zu Stadtstaaten und die Nachbarn von gestern zu erbitterten Feinden. Das Überleben in der Metro bedeutete Kampf um Nahrung, Luft und jeden Zentimeter bewohnbaren Bodens. Nicht mal ein Viertel von den 200.000, die Metro in ihrer Zuflucht vor dem Weltuntergang fanden, hat überlebt. Die Hanse, die Rote Linie und das Reich sind so groß geworden, weil sie stärker waren als die anderen mit mehr Entschlossenheit gekämpft haben. Aber nicht in einem dieser 20 Jahre des Blutvergießens war in den gesamten Metro gekämpft worden. Was, wenn unsere kleine Untergrundwelt nun vor einem neuen letzten Weltkrieg steht? Wacht auf, verdammt, dieser Erd! Wie steht man noch zu? Die Verhandlung des gefangenen Spions von der Russen ist da. Alle erreichen Bürger, die gerade nicht geschickt sind, werden die gelandete Ratschaltung. Im Namen des Großen Reichs wird der kommunistische Herrscher, der im verbotenen Bereich festgenommen wurde, zum Tode durch Erhängen verurteilt. Anscheinend verboten. Fickt euch! Gott! Tot den Faschisten! Keine Betracht wird kommen! Lang lebe das Reich! Artyom! Teufel! Puh.
Weg von hier! Das wird ja ein zweites Stalingrad! Ich zog Pavel aus der Schlinge und er sagte, dass er mich so nah wie möglich an die Polis heranbringen würde. Dann werde ich den Orden kontaktieren und von den Geschehnissen berichten. Der Weg zum legendären Theater führt durch die Katakomben. Ich war noch nie zuvor hier und ohne meinen neuen Freund wäre ich vermutlich völlig verloren. Ich hoffe, er kennt den Weg.